Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 3: Elektronische Helferlein. In dieser Folge baue ich elektronische Komponenten in mein Boot ein. Als erstes werde ich die Bürstenmotoren, die im Boot sind, mit Entstörgliedern ausstatten. Dazu verwende ich 3 Keramikkondensatoren pro Motor. Ein Kondensator mit einer Kapazität von 47 Nanofarad schließe ich zwischen den beiden Anschlüssen des jeweiligen Motors an. Zwischen jedem Motoranschluss und dem Motorgehäuse wird jeweils ein 10 Nanofarad Kondensator angeschlossen. Es kommt hier aber nicht so darauf an, exakt diese Werte zu benutzen. Wichtig ist aber, dass man keramische Kondensatoren verwendet. Man könnte die Wirkung der Entstörglieder noch weiter erhöhen, indem man in die Motorzuleitungen noch Drosseln einbaut. Aber das schenke ich mir hier, solange ich keine Probleme habe. Ich fixiere jetzt die Kondensatoren mit einem Stück Klebeband, damit sie beim Löten in Position bleiben. Genauso mache ich es auch mit dem dritten Kondensator. Nachdem ich die Anschlüsse, die mit dem Motorgehäuse verbunden werden sollen, ausgerichtet habe, können auch diese verlötet werden. Jetzt winkele ich noch die Drähte, die zu den Motoranschlüssen gehen, ab. So sollte das Entstörglied dann aussehen, damit es gut am Motor angebracht werden kann. Aus Sicherheitsgründen isoliere ich die Motoranschlüsse noch mit Schrumpfschlauch. Damit an dem Motorgehäuse gut gelötet werden kann, reinige ich es an der entsprechenden Stelle mit Schleifpapier. Jetzt kann ich die Stelle verzinnen. Und das Entstörglied anbringen. Damit es ab jetzt in Position bleibt, löte ich es zuerst am Motorgehäuse fest. Das Motoranschlusskabel ist mit einem JST-Stecker aus der RCY-Serie ausgestattet. Diese Stecker sind für Ströme bis 3 Ampere geeignet und an dieser Stelle völlig ausreichend. Das Kabel und das Entstörglied werden gleichzeitig mit den Motoranschlüssen verlötet. Am sichersten sind solche Verlötungen, wenn man das Kabel durch die Bohrung im Motoranschluss steckt. So, damit ist die Entstörung am Tauchtankmotor angebracht. Am Schlauchpumpenmotor kommt ein identisches Entstörglied zur Anwendung. Ich möchte mein Boot von außen ein- und ausschalten können. Das mache ich mit einem Magneten, den ich an dieser Sensorplatte vorbeiführe. Dafür sind auf der Sensorplatte diese beiden Riedkontakte vorgesehen, die auf Magnetfelder reagieren. Mit Hilfe des oberen Riedkontaktes soll das Boot eingeschaltet werden und der untere schaltet es aus. Mit Hilfe dieses Teils aus dem 3D-Drucker soll die Platte im Technikgerüst montiert werden. Außerdem schützt das Gehäuse die elektronischen Bauteile vor Beschädigung und Spritzwasser. Vorne schauen jetzt nur noch die Riedkontakte heraus. Und hinten sieht man die Stecker für die Verbindung mit den elektronischen Schaltern. Die Position im Technikgerüst, an der ich die Sensorplatte montiere, muss natürlich nah an der Außenhülle und gut von außen zu erreichen sein. Als nächstes baue ich die Servos ein, die zur Ansteuerung der vorderen Tiefenruder dienen. Ich benutze Standard-Servos mit niedriger Bauhöhe. Diese verschraube ich direkt mit dem Einbaurahmen, ohne die mitgelieferten Gummipuffer zu benutzen. Wenn man ein Modell-U-Boot baut, sind Servos so ziemlich die einzigen Elektronikteile, die man fertig von der Stange kaufen kann. Deswegen heißt es, für die meisten Funktionen, die man hier benutzen will, selber machen ist Trumpf. Aber genau das motiviert mich, so ein Boot zu bauen. Ein spezielles Teil ist die Elektronik, die den Tauchtank steuert.
Hier die obere Gehäuseschale mit den ganzen Durchbrüchen für die Steckverbinder. Und der untere Gehäusedeckel, alles aus dem 3D-Drucker. Mit diesem PVCU-Teil wird die Tauchtank-Elektronik im Technikgerüst montiert. Und hier die eigentliche Elektronik, die den Tauchtank steuert. Das hier ist der Mikrocontroller, der das Gehirn der Schaltung bildet. Das hier die Leistungsendstufe zur Ansteuerung des Motors. Und dieser Schaltungsteil sorgt für das automatische Lenzen im Fehlerfall. Das Tauchsystem eines Modell-U-Boots muss sehr zuverlässig funktionieren. Deshalb habe ich verschiedene Features integriert, die das sicherstellen. Beispielsweise verfügt die Tauchtank-Elektronik über eine unabhängige Stromversorgung. Diese wird über die Balancer-Anschlüsse des Bootsakkus gewährleistet. Außerdem wird permanent überwacht, ob ein gültiges Servosignal anliegt, ob die Betriebsspannung im nominalen Bereich ist und ob alle Sensoren noch angeschlossen sind. Sollte irgendein Fehler erkannt werden, so wird sofort automatisch gelenzt. Ich montiere die Tauchtank-Elektronik in der Nähe der Motor- und Sensoranschlüsse des Tauchtanks. So kann ich die ganzen Verbindungsleitungen möglichst kurz halten. Zunächst schließe ich den Motor an. Und mit dieser Leitung wird die unabhängige Versorgung mit den Balancer-Anschlüssen des Akkus gewährleistet. Und am Schluss wird noch die Verbindung mit den Endschaltern und dem Umdrehungssensor hergestellt. Als Steckverbinder benutze ich JST-Stecker aus der PH-Serie. Die haben einen Kontaktabstand von 2,0 mm. Die Energiequelle des Bootes besteht aus Lithium-Ionen-Rundzellen in der Bauform 18650. Die hier verbauten Zellen haben eine Kapazität von 2900 mAh. Und jeweils 8 dieser Zellen sind in diesen beiden Akkublöcken verbaut. Und zwar in der Konfiguration 4S2P. Somit habe ich pro Akkublock eine Kapazität von 5800 mAh bei einer Spannung von 14,4 Volt. Im vorderen und im hinteren Technikgerüst werden jeweils 2 dieser Akkublöcke verbaut. Ich bin mal gespannt, was das für eine Fahrzeit ergibt. Da ich die Akkublöcke mit Muttern auf den Gewindestangen fixiere, sind sie in ihrer Position variabel. Das habe ich ganz bewusst so gemacht, weil ich die Akkublöcke zur Lagertrimmung des Bootes benutzen möchte. Die beiden Akkublöcke sollen parallel geschaltet werden. Damit ich das problemlos durchführen kann, messe ich zuerst die Zellenspannungen. Wie man hier sieht, haben alle Zellen in dem einen Akkublock ungefähr 3,62 Volt. Die Spannungen der Zellen im zweiten Akkublock sind fast identisch. Es spricht also nichts dagegen, wenn ich jetzt die beiden Balancer-Stecker parallel schalte. Jetzt, wo der Akku montiert ist, kann ich auch den Tauchtankschlauch anbringen und sichern. Jetzt fehlt noch der elektronische Schalterbaustein, der alle Komponenten im vorderen Technikgerüst an- und ausschalten kann. Ich benutze wieder mal 3D-Druckteile und Aluminiumprofile als Gehäusekomponenten.
Die zugehörige elektronische Schaltung ist modular aufgebaut. Sie besteht aus dem Ansteuerteil, der im Wesentlichen einen Flipflop beinhaltet, und dem Leistungsteil mit MOSFET-Transistoren als Schalter. Dank der Modularität konnte ich den Leistungsteil genau an mein Boot anpassen. Das heißt, ich habe zwei Akkueingänge und zwei Schaltausgänge. Das Kabel, das da noch zu sehen ist, dient zum Anschluss an ein Ladegerät. Für solche Schaltereinheiten werden gerne auch bistabile Relais verwendet. Aber die winzigen Transistoren, die ich hier benutze, können laut Datenblatt über 50 Ampere schalten. Und auf der Leiterplatte befinden sich zwei Stück davon. Das bedeutet wohl, dass man mit diesem Teil auch ein Auto starten könnte. Außerdem gibt es bei Transistoren keinerlei Verschleißerscheinungen. Aus diesen ganzen Gründen habe ich mich dazu entschieden, Transistoren zu verwenden und keine Relais. Die montierte Schaltereinheit kann nun strategisch günstig in der Nähe der Akkuanschlüsse angebracht werden. Es folgen noch diverse Muttern und Scheiben zur Vorbereitung der Montage des allerletzten Spanns auf dem Technikgerüst. Der Messingbolzen, der an dem Spand angebracht ist, bildet einen Teil des Verschlusssystems des Bootes, auf das ich in einer späteren Folge noch eingehen werde. Das Anziehen der Muttern mache ich jetzt hier gerade nochmal so nach Gefühl, damit ich den Spand möglichst wenig verspanne. Später werde ich die Muttern natürlich noch mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Hier führe ich einen überstehenden Schraubenkopf in eine Bohrung des Endspanns ein. Damit ist die Schalteinheit mechanisch gegen Verdrehen gesichert. Da die Akkus durch die Balancer-Kabel eh schon parallel verschaltet sind, kann ich jetzt auch die Power-Anschlusskabel problemlos parallel schalten. Damit ist dieser Bauabschnitt abgeschlossen. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ich die ganzen Komponenten verkable. Es bleibt nur noch eins zu sagen. Wie immer, tschüss!